weiter mit War Tales. Und wir haben gerade viel Geld ausgegeben für Rüstungsmaterialien. Wir haben XP bekommen. Und wir haben immer noch die Frage, ziehen wir rauf zu der Stadt hier hinten? Dann über die Straße runter, langer Weg oder wo wir ohnehin sind, einmal hier durch und komm, wir ziehen einmal hier unten durch. Einmal hier weiter, einmal speichern bitte. Kopfgeld, Bande Mission abgeschlossen. Einmal speichern, hier unten durch. Oh Gott, hier kann man gar nicht runterlaufen. Boah, was für ein langer Umweg. Nein, da dürfen wir nicht rein bei Nacht. Das ist der Schrecken hier. Das haben wir einmal gemacht und nie wieder. Was sind denn das für Leute hier? Ein Suchtrupp. Wir suchen eine Frau namens Sanka Bell, die unserem Auftraggeber sehr viel Geld schuldet. Ich hoffe für sie, dass sie ihre Schulden begleichen kann. Sie steht dermaßen tief in der Kreide, dass sie sonst als Sklavin verkauft wird. Kennen wir die Frau überhaupt? Wir kennen die doch gar nicht. Warum sollen wir die denn überzeugen? Ach, ausgesetzte Belohnung, Stilett. Worum geht's denn da, Leute? Ist das eine Queste, die wir später erst annehmen können oder die man schon angenommen haben und die ich gerade nicht identifiziere? Ich bin gerade völlig konfus. Wir bekommen ein Stilett, haben eine Quest nicht erfüllt. Die Rohmaterialien sind nicht so wichtig, 50 Einfluss weg. Wie stark sind die denn? Können wir das irgendwo ablesen? Ich habe Schiss, dass wir uns dabei eine Quest versieben, die wir dann später nicht mehr bekommen können. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich glaube, das ist irgendwie ein Logikfehler, oder? Ich glaube, wir lassen die erstmal weg, bevor wir die entsprechende Quest auch angeboten bekommen. Das ist mir zu doof. Also wenn wir jetzt sowieso in unmittelbarer Nähe sind nach hier oben, dann holen wir uns mal kurz das Geld, Leute. Dann sind wir auf der sicheren Seite, wir müssen demnächst schon wieder zahlen und das geht ja echt fix hier. Wir schauen auch mal, was die Händler hier zu verkaufen haben. Käse, Hammelfleisch, Trockenfisch und Kirschen. Brauchen wir alles nicht und tschüss. Einmal rüber in den Ort, nach Marheim, Geld abholen. Da brauche ich nur noch 4 Tapferkeitspunkte. Das ist mäßig cool. Einmal vorsprechen, einmal Geld kassieren. Kopfgeld für die Bande, 125. Gibt es neue Aufgaben? Die beiden haben wir noch. Bitte um Hilfe, beschützt euren Auftraggeber vor einer Gruppe Gefährten, die seine Schulden eintreiben wollen. Ist das vielleicht die Mission von gerade gewesen? Die Leute wollten noch Schulden das klingt so, ne? Die wollten noch Schulden eintreiben. Das heißt, wir müssen uns gegen die stellen und die wir gerade... Das heißt, jetzt können wir rübergehen, können die umbringen und kassieren dafür 100 Gold. Und das nur dann, damit haben wir noch eine gute Tat gemacht. Irgendwie sowas in der Art, ne? Andererseits frage ich mich, die wollten ja diese Person schnappen, weil die so hohe Schulden hatte, die sie nicht bezahlen kann. Hatte sich eventuell diese 100 Gold von denen geliehen? Oder 1000 geliehen und gibt uns dann 100 Gold ab und behält 900? Und das Stilett gab's. Komm, das machen wir. Das ist auch, guck mal, der Hinweis im Süden, das passt doch. Das ist genau das. Hör mal, wie gut, dass wir die nicht angegriffen haben. Das können wir sofort jetzt machen. Jede Menge Geld, in 7 Stunden müssen wir zahlen. Einflusspunkte haben wir wenig, Tapferkeitspunkte. Was könnten wir noch machen? Irgendwas. Wir gehen nochmal in die Wirtschaft rein. In die Taverne zur Bärenmutter. Wir haben ja mittlerweile gut Geld. Und schauen mal bei der Bärenmutter selber.
ob wir noch mehr Gosenberger Wein kaufen wollen. Wir haben 3. Die kosten 8. Eins auf Vorrat mal. Zufriedenheit plus 8. Jagdbögen haben wir in rauen Mengen. Müssen wir nicht noch einen? Guck mal, ihr einen Jagd. Stufe 2. Der ist besser als der hier. Cool. Und den einer verkaufen wir dann, ne? So. Und dann noch der Dolch. Das war eine Grauachs-Geschichte. Das war eine Giftnadelgeschichte. Das ist, was ist das hier? Beschädigter Dolch Stufe 2. Und er hat einen coolen Dolch Stufe 3. Wirbelwindkapazität ist cool. Wir haben aber nur einen Kämpfer. 36. Sollen wir den loswerden? Können wir immer noch mal machen. Behalten wir mal im Hinterkopf. Falls wir noch mal so einen Dolchkämpfer haben, weil ich finde die ziemlich cool, muss ich sagen. Ich würde aber gerne. Wir wollen ja noch Dinge herstellen, ne? Wir wollen auf den Markt und gucken, ob wir noch Dinge craften können. Wir brauchen Eisenerz. Eisenerz und Leder brauchen wir noch, ne? Von den Flaschen haben wir eigentlich genug. Eisenerz und Leder. Eisenerz und Leder. Davon haben wir noch 3. Das reicht. So. Die haben wir aufgesucht. Einmal den Markt besuchen. Aber ich gab es da Eisenerz oder Leder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist der. Ach, das ist der. Dieser Gott, wie mich das auf. Das ist der Typ mit diesem Haarwuchsmittel. Fettholz, Stoff, Gewürze, Silber. Das ist die Quest, die noch offen ist. Bernstein. Ach, da oben war das? Was? Das sind doch ganz andere Geschichten. Verstehe ich gerade nicht. Das waren nur Lebensmittel. Und wieder raus. Wieder verlassen. Im Rathaus haben wir noch nicht vorgesprochen. Barnowai, hi, vielen Dank. Sehr, sehr großzügig. Dickes Dankeschön an dich. Vielen Dank dafür. Barnowai. 5 Abos verschenkt. Vielen Dank. An Blackelord im bunten Becher, Markus, den Franke, Zetze und Hyrex. Vielen Dank an Barnowai. Danke dir. Weil mit ihr haben wir noch gar nicht gesprochen, mit der Schatzmeisterin. Ich verstehe einfach nicht, wohin das Budget der Stadt verschwindet. Irgendjemand scheint hier mit Zugang zum Budget sehr tiefe Taschen zu haben. Ich prüfe die Bücher mehrmals im Monat. Ich habe guten Grund zu der Annahme, dass wir undichte Stellen haben. Irgendjemand nimmt uns hier nach allen Regeln der Kunst aus. Den Bogen habe ich nicht verkauft. Gucke ich mir gleich nochmal an. Das war's schon. Wir können noch mit... Nee, wir haben mit der Schatzmeisterin gesprochen. Wir wollten mit ihr sprechen hier. Sehr lieb, Barnowai. Danke für den netten Kommentar. Seit Alasare seine neueste Erfindung an uns verkauft hat, stinkt es auf dem ganzen Markt nach toten Ratten. Die Ladenbesitzer stehen hier Tag ein, Tag aus Schlange, um sich zu beschweren. Hey, die Kanalisation stinkt. Lady Beate, der Gestank der Kanalisation vertreibt uns die Kunden. Natürlich vertreibt das die Kunden, aber was kann ich dagegen machen? Jetzt, wo die Abwasserkanäle gebaut sind, können wir sie nicht einfach wieder loswerden. Hier waren wir. Jetzt verkaufen wir an ihn mal den Bogen, den ich gerade nicht verkauft habe. Einmal verkaufen. Ach, ausrüsten wäre der Wechsel hier. Stufe 1. Ach, ich habe dich versehentlich getauscht, statt zu verkaufen. Einmal raus und jetzt verkaufen, ne? Jetzt ist er verkauft. Alles klar. Jetzt hat's geklappt. So, wieder raus. Statt verlassen. Hier runterziehen. Schönes Wetter genießen. Einmal abspeichern. Einmal runter und die nächste Quest erfüllen. Einmal durch den Wald laufen. Dauert Zeit, aber vielleicht entdeckt...
Das ist so typisch WB. Kleine Abkürzung gehen. Haufenweise Leute überfallen uns. Sie haben nur 4 Aktionspunkte, Stufe 3. Bombenleger, Plünderer, Schergen. Ich will auf Abbrechen klicken. Rüstung ist repariert. Alles gut, ja. Scheibenkleister. Nur weil ich mal durch den Wald laufen wollte, weil ich dachte, liegt vielleicht Holz, das ich nicht brauche. Na toll. Großartig. Bin total begeistert. Das gibt jetzt Mord und Totschlag. Vielen Dank für nichts und nirgends. Bin total begeistert. Neuladen gibt's hier nicht. Ich lade immer nur neu, wenn ich mich mal ganz grob verklicke. Aber nicht, wenn irgendwie hier irgendwas komisch ist. Sonst nicht. Twitch ist ein paar Mal abgestürzt im Chat. Bei mir läuft's. Ich habe auch kaum noch Zuschauer, sehe ich gerade. Einmal auf Neuladen klicken. Aber ich weiß nicht, ob die Leute es im Chat lesen können. Klickt mal auf Neuladen. Bei mir läuft alles gut. Also mir wird angezeigt, ich würde weiter noch streamen. Twitch hat ein paar Problemchen. Ich habe auch mehrfach schon neu geladen. Player stürzt ein paar Mal ab. Genau, ja. Kann ich leider nicht beeinflussen. So, dann gucken wir mal, wer wo ist. 8 Feinde. Die Bombenleger. Ach, das sind die, die alles in Feuer setzen. Das wäre echt fies. Die sollten wir so früh wie möglich killen. Toll. Bombenleger ist als erster dran. Hier oben. Und der konnte seinen Angriff, glaube ich, auch machen, wenn er im Nahkampf war. Nach meiner Erinnerung. Das ist echt doof. Wer steht wo? Hier 3, da 4. Ah, der Bombenleger ist schon weit weg. Reichweite 8 Meter. Den ignorieren wir. Der kommt auch spät in den Kampf rein. Dann ziehen wir in die Mitte rein. Haben wir irgendwo einen Speer? Ich sehe keinen. Das heißt, um die hier oben kümmern wir uns als Erste. Versuchen da einen Massenangriff. Das könnte klappen. Die am Ende. Wer kämpft als Zweiter? Der Plünderer hier rechts. Da sollten wir also auch rechtzeitig wegziehen. Der hat wie viele Bewegungspunkte? 10 ist ziemlich langsam. Kommt mit Ach und Krach hier oben hin. Kommt Anna hier durchgezogen, ohne dass sie auf die Bärenfalle klickt? Ja, da kommen wir rechts dran vorbei. Vor denen sollten wir eigentlich weglaufen können. Gibt es hier unten noch einen Fleck, wo wir hinziehen können? Nein. Erste Einheit, die kämpfen wird, den Bombenleger angreifen. Okay. Das heißt, den Bombenleger greifen wir dann an mit Grauaxt zum Beispiel. Ziehen mit Grauaxt an hier links stückchenweise vor. Binden den Bombenleger. Dann kämpft Grauaxt, hat relativ viel Rüstung und sehr viel Trefferpunkte. Binden den, dann kommt erst der Rest, ne? Können wir den Plünderern, den Schergen versuchen wir in die Mitte zu schubsen. Das könnten wir machen mit Ronja von der Seite aus. Giftnadel in die Mitte. Dann versuchen wir von unten mit Ronja den hier vorne hinzuschubsen. Arnold ist noch besser als Grauaxt. Ne, beide gut geeignet. Ronja schubst den nach vorne in dessen Nähe. Von links kommen dann unsere Martins und Kos. Wo ist Anna? Anna käme dann von hier, käme hier dazugestoßen und versuchte die beiden sich zu schnappen. Und greift die gleichzeitig an. Mit ein bisschen Pech haben wir allerdings hier einen Feuerangriff nach rechts, aber es sollte eigentlich funktionieren. Dann noch eine weitere Einheit, die da oben noch hinzuzieht, auch für einen Flächenangriff. Das könnte dann Martin sein. Das heißt, Martin geht dahin, wo Arnold ist. Martin hat wie viele Bewegungspunkte auch genug, greift die beiden an. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist, wir ziehen gleich mit Grauaxt hier durch, greifen den Bombenleger an. Dann ist der Bombenleger dran. Danach kämpft der Plünderer von hier rechts, findet mit ein bisschen Glück kein Ziel mehr, weil Grauaxt weggezogen ist. Dann haben wir 2 von uns. Das sind Anna und Martin. Pardon, das ist dann Ronja. Ronja zieht von hier ein Stück vor und schubst den Schergen nach oben.
in Richtung zum Bombenleger. Die beiden nächsten, die dann kämpfen, sind die beiden und greifen dann die beiden gleichzeitig an. Und dann ist der Scherge dran. Das passt gut. Das sollte funktionieren. Brot ab hier. Giftnadel für einen Massenangriff hier vorne ist auch immer effektiv. Arnold, die können sich um die Leute rechts kümmern. Das sollte eigentlich klappen. Ist hier links noch irgendwo ein Plätzchen frei? Ja. Für Arnold. Auf den Schergen. Alles klar. Wir starten. Ich hoffe, ihr konntet meinen wirren Gedanken folgen. Auf geht's. Wir machen Folgendes. Erster Angriff war auf den Bombenleger, jetzt mit Grauaxt. Grauaxt zieht vor. Stückchenweise darf er nicht draufziehen. Achtung. Einmal hier hin. Dann weiter. Direkt davor. Darf nicht hier drauf. Daneben bitte. Der muss Bereiche anvisieren, der kann erst ab der zweiten Runde kämpfen. Den können wir ignorieren. Einmal ein Schlitzerangriff. Zug beenden. Ja. Das ist echt interessant. Weil das ist ja eigentlich ein Fernkämpfer. Fernkämpfer können normalerweise dann, wenn sie in den Nahkampf geraten, nicht ihre Bögen einsetzen. Aber in dem Augenblick, wo der diese Fähigkeit hat, flammender Fall kann das doch. Und der Bereich ist jetzt in Flammen. Das ist für ihn immer schlimmer als für uns. Und die Grauaxt kann er wieder rausziehen. Und dieser Bereich bewirkt 20% maximale Gesundheit geht verloren. Und es kann auf andere Einheiten daneben ausgebreitet werden. Das heißt, ja, wir dürfen nicht neben den. Unser Plan, neben den zu ziehen, war doch Quark. Das müssen wir anders lösen. Gucken wir uns gleich an. So, nächster Schritt. Der hat hier gezogen, kam nicht rechtzeitig hin. Dann die beiden hier unten. Wir schubsen die mal beisammen. Wir ziehen mit Ronja hier hin. Schubsen einmal. Das könnte eventuell schon reichen, gleich für Anna, um die beiden anzugreifen. Ich bin mir nicht sicher. Geben einen zweiten Punkt hier aus. Schubsen nochmal. Ronja bekommt einen Punkt zurück, wenn sie neben einem Verbündeten steht, der ohne selber in einen Kampf verwickelt zu sein. Das heißt, wir können uns wieder zurückziehen hierhin. Bekommen einen Punkt retour. Ein Bonuspunkt. Jetzt sind wir zweimal dran. Die nächsten Einheiten, die schießen, ist zunächst ein Plünderer hier hinten. Der wird wahrscheinlich nichts erreichen können. Und der Scharge hier. Und dann haben wir jetzt einen Massenangriff. Im Idealfall leider mit Giftnadel, der das bis dahin allerdings... Doch, der schafft das bis dahin. Der wird nämlich beide in den Kampf verwickeln. Weil dann könnte der Scharge nicht weglaufen. Alternative wäre Anna. Anna daneben und spalten. Und er wird dann Anna angreifen. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Wir ziehen mit Anna hoch. Daneben hier. So sind beide im Kampf verwickelt. Einmal spalten auf beide. Sehr schön. So, und der greift als nächster an und hat einen Schaden von 10 bis 13, was ziemlich viel ist. Deshalb gehen wir mal auf Provozieren. Dann ist der nächste Schaden um die Hälfte reduziert. Er ist die Einheit, die als Übernächste kämpft. Einmal rüber. Nur Schaden von 5. Das hat gut geklappt. So, jetzt sind wir wieder dran. Wolfi zieht als nächster. Vorher einer von uns. Dann ist der Bombenleger hier hinten dran. Der kann keinen Schaden.
Wahrscheinlich hoffe ich keinen Schaden machen, weil es zu weit weg. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir auf Nummer sicher gehen, ziehen wir Giftnadel noch von dem Bombenleger ein Stück weg. Im Idealfall, die haben ja, glaube ich, also Bombenleger ist dran. Und dann der Plünderer hier hinten, der erst in der zweiten Runde Schaden macht, dann der Scherge hier hinten. Das ist auch ein Nahkämpfer. Oder hat der Wurfäxte, eine Wurfaxt, eine Fellaxt. Also im Idealfall ziehen wir mit Giftnadel vom Bombenleger rechts oben weg und versuchen hier vorne noch so hinzukommen, dass hier zwei getroffen werden. Und keiner von uns, das schaffen wir aber nicht. Hier können wir auch nicht beide treffen. Wir können allerdings einen treffen. Das überzeugt mich nicht wirklich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Bombenleger uns erwischt, aber der Angriff hier... Zumindest wir lassen der Scherge, den lassen wir noch kommen. Der Scherge zieht noch an uns ran. Da kann die Giftnadel vielleicht die beiden erwischen. Wie viele Bewegungspunkte hat der Scherge? 10, das ist wenig. Wenn wir Glück haben, zieht der Scherge in die Nähe, kann aber nicht mehr kämpfen, kann nur die Axt werfen. Dann kann Giftnadel noch in die Mitte zwischen beide und beide angreifen. Dann akzeptieren wir den Schaden durch die Wurfaxt. Das scheint mir eigentlich gut zu sein. Lass uns das machen. Brotab kann noch vorziehen. Das, ja. Leute. Nein. Nein. Das ist ja sensationell. Ein Speerwurf bitte noch hier oben. Zieht hier hin. Einen Speerwurf bitte. Der erwischt alle drei Leute. Alle drei hier. In Reihe. Alle drei. Sehr, sehr cool. Brodak ist ja auch im Chat. Lieben Dank. Brot ab. Gut gemacht. Zauberhaft gekämpft, Brodak. Brot ab. So, jetzt noch weiter. Noch einmal aufspießen. So. Und wenn wir neben einem Feind stehen, ohne den Kampf zu verwickelt zu werden, dann nochmal einer mehr. Das heißt, wir stellen uns noch direkt daneben. Hier hin. Wir können Zorn einsetzen, um ihn eventuell zu killen. 12 Schaden. Und er noch blutet. Komm, das versuchen wir. Wir verlieren einen Punkt. Wir haben nur noch 2. Wir bekommen einen dazu gleich. Ach komm, ist mir egal. Brot ab. Es verlieren wir leider den Punkt. Jetzt kann man nicht mehr ziehen. Ach, Scheibencluster. Eins weiter. Wolfi versucht mitzukämpfen und ist auch nicht zu lahm und schafft's. Wolfi hat zugeschlagen. So. 3 ziehen noch in dieser Runde. Der Bombenleger, der macht wahrscheinlich nichts. Der Plünderer, der ist auch nicht so schlimm. Und der Scherge... Das heißt, Giftnadel zieht als letzter. Nee, der wird diese Runde gar nicht mehr. Okay. Wir killen den hier. Dann ist das Feuer. Dann kann das Feuer eventuell auch nicht springen. Ich bin mir nicht sicher. Nein! Wir machen den Rauchschleier. Beide bekommen Gelegenheitsangriffe ab. Das ist doch cool. Einmal Rauchschleier. Ja, 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 ja. Einmal. Oh, wir müssen einen Umweg laufen, damit wir nicht ins Feuer laufen. Wir dürfen nicht durchs Feuer laufen, Leute. Wir dürfen nicht durchs Feuer laufen. Einmal Rauchschleier. Die beiden bekommen beide Gelegenheitsangriffe. Jetzt Achtung. Liegt er in seiner eigenen Flammen. Flammen brudeln leider weiter. Jetzt ist Grauaxt nochmal dran.
Was macht ein Grauaxt jetzt? Kann auch den Wirbelwind machen. Der kostet auch keine Punkte. Gegen den Kollegen hier oben oder gegen den hier unten. Und er... Er ist gleich noch dran. Er ist nicht mehr dran. Dann wollen wir den hier mal binden. Giftnadel. Oh, kann das jetzt sogar machen. Wir ziehen mal ein Stück von den Flammen weg. Ich fühle mich da nicht wirklich wohl. So. Einer kann noch, Martin kann noch. Und irgendjemand anders kann noch. In dieser Runde. Wer war's? Peinlich, wer war's noch? Wer kann noch diese Runde? Martin und? Wer war die andere Einheit? Arnold kann noch. Einmal Martin. Einmal hier hin. Einmal spalten bitte. Ja. Einmal stehen bleiben. Der Bombenleger zieht vor. Visiert uns nur an. Das ist nicht schlimm. Letzte Aktion in dieser Kampfrunde. Einser Trümmerschlag. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir das auf den Schergen machen oder ob wir hier recht... Wir können schon die nächsten uns angucken und die in der nächsten Runde ziehen. Das sind zuerst der Scherge hier. Der Scherge zweimal. Dann der Bombenleger. Autsch. Ja, wir sollten ein Stück von denen wegbleiben. Die kämpfen alle zu Beginn der nächsten Runde. Dann bleiben wir noch ein Stück von denen weg. Arnold hält ja einiges aus, aber... Wir ziehen mal hier in vor. Einmal ein Trümmerschlag, bitte. Sehr schön. Läuft. Klasse. Fein. Kann sich noch bewegen. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Bombenleger. Ich kenne nicht genau dessen Reichweite. Ich ziehe mal ein Stück rechts rüber. Und so, dass alle noch ziehen können. Nee, zu... Ich zieh mal hier hin. Scherge kann zweimal. Einmal jetzt, dann Runden wechseln, dann fast nochmal. Jetzt kommt die neue Kampfrunde. Mit seinem Uraltknüppel, ne? Welcome Energy. Echt erstaunlich. Jetzt haben wir einen Zug von uns. Dann kommt der Scherge hier vorne. Dann kommt der Bombenleger. Dann kommt der Plünderer. Und hinten der Plünderer. Den können wir immer noch wegziehen. Das ist nicht so, dass den Grauax sollte... Die Grauax steht in den Flammen drin. Den Grauax sollte rausziehen. Die Frage ist, wohin? Wir sollten auf jeden Fall von dem Bombenleger so weit weg, wie es geht. Wir könnten... Grauax ist ja ein Solo-Kämpfer. Grauax könnte auch... sich den ja mal von hinten schon mal... Oder wir ziehen mit Giftnadel schon mal raus für einen Massenangriff, aber dann wissen wir noch nicht, wie die anderen sich positionieren. Wir ziehen Grauaxt einmal raus. 3schen einmal drauf. Feind blutet. Wir könnten schon mal ein Stück mittiger ziehen, aber wir wissen nicht, was unser Ziel ist. Wir bleiben hier mal... Wir bleiben hier mal stehen. Wurfaxt ja, aber die andere Axt auch. Gegen den Wolf. Ei, der muss echt leiden. Jetzt kommt die Einheit, wo ich den meisten Respekt habe. Das ist der Bombenleger. Ist zu weit weg. Kann seine Aktion nicht durchführen. Sehr cool. Das war super wichtig. So, jetzt sind wir dran. 5 Feinde bleiben übrig. Plünderer zieht gleich. Den lassen wir ziehen. Der ist, glaube ich, langsam. 10 Bewegungspunkte, der wird... Ich weiß gar nicht, ob der einen von uns erwischt. Müssen wir gleich mal gucken. Danach der Plünderer da hinten. Der ist auch, glaube ich, ein kleiner Lahmarsch. Den sollten wir gleich binden. Und den, der muss gleich wegziehen hier. Können wir zwischen die kommen?
Mit Giftnadel. Ach, Giftnadel ist im Kampf begriffen. Wenn Giftnadel sich zurückzieht, bekommt er Schaden. Wie viele Schadenspunkte? 16. Aua. Das ist fies. Dann sollten wir erstmal gucken, dass der Plünderer ihn nicht mehr angreifen kann. Vielleicht mit Arnold. Schaden größer, wenn das Ziel noch Rüstung hat, ist in dem Fall nicht der Fall. Martin ist auch eher der für die Massenangriffe. Kann 12 Schaden machen, da oben kommt er nicht hin. Anna kommt da auch nicht mehr hin, der Wolf versperrt uns alles. Ich glaube, wir müssen uns aus dem Kampf zurückziehen. Da verlieren wir auch nur Rüstung. Ich sehe keine andere Möglichkeit, da gescheit hinzukommen. Höchstens mit Ronja. Aber die ist zu weit unten, unsere Bogenschützen. Das wird alles nicht klappen. Wir müssen leider uns aus dem Kampf zurückziehen. Das gibt jetzt so richtig Aua. Die ganze Rüstung futsch. Stellen wir uns neben die beiden hier. Einmal setzen wir den hinterhältigen Wirbelwind ein. Beide leiden unter Gift. Mehr können wir nicht machen. Wir bekommen einen Punkt dazu, weil die sind nicht in Kampf verwickelt. Das ist so aus der Distanz, Halbdistanz. Jetzt haben wir wieder einen Bonuspunkt. Der visiert uns an, kann aber diese Runde noch nichts machen. Gleich ist der Plünderer hier oben dran, der kann aber nichts machen, der muss sich erstmal bewegen. Der kann auch nichts bewegen, jetzt sind wir in einer echt komfortablen Situation. Das sieht eigentlich gut aus. Der Hund kämpft sogar noch vor dem Schergen hier. Aber der ist noch komplett bei allem. Können wir mehrere auf einmal erwischen? Nein. Wir können den Bombenleger schon mal binden, aber wir binden... Ja, den sollten wir so früh wie möglich außer Gefecht nehmen, ne? Anna einmal hier drauf dreschen. Anna ist ja total eingeklemmt. Die kommt im Augenblick nirgendwo durch. Vielleicht machen wir den auch platzfrei, indem wir mit Brot, wenn er mit Brot ab. Ja! Brot ab hat er noch den Speerwurf. Den normalen Speerwurf. Dann kann er einen der beiden erwischen. Und dann noch zu. Ja, komm. Und er macht den Weg frei, damit Anna hier durchziehen kann. Und er hat eventuell noch Zorn. Wir haben aber nur noch einen Aktionspunkt. Zorn kriegen wir nicht. Wir ziehen mit ihm vor. Einmal hier hin. Einmal den Speerwurf. Ja, 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 komm, 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 komm. Ich habe immer noch nicht genau kapiert, wann diese verschiedenen Speerwürfe mehrere treffen und wann nur einen. Ich habe es mir immer noch nicht merken können. Brodak, Brot ab, gut gemacht. Jetzt sind wir wieder, jetzt können wir noch einmal zustechen, aber wir müssen ein bisschen dichter ans Ziel ran. Jetzt ist die Frage, wen stechen wir zu? Ich will den ja ausschalten. Ja, zauberhaft. Und wenn wir neben einem Gegner stehen, ohne in den Kampf verwickelt zu sein, noch einen Punkt drauf. Das heißt, wir könnten hier hin oder hier hin. Extra Punkt. Ein Bonuspunkt retour. Sehr schön. Funktioniert. So. 5 sind es noch. Und der ist als nächster dran, kann aber dann nichts tun. Der muss erstmal anvisieren.
Der hier hinten ist schon fieser. Können wir den binden? Was hat er für eine Waffe? Muss der damit auch anvisieren? Ja, er muss damit auch anvisieren. Das ist nicht so schlimm. Der visiert bereit. Die sind alle nicht mehr so schlimm. Das ist der Einzige, der fies ist, weil der kann sofort kämpfen. Auf den sollten wir uns jetzt konzentrieren. An den kommen wir schlecht ran. Der Wolf greift ihn an. Anna kann jetzt angreifen. Aber wie stellt sich Anna dahin? Der Wolf versperrt uns den Weg. Wir müssen den Wolf zuerst ziehen lassen. Der Wolf muss erst... Ja, macht ihn vielleicht. Wisst ihr was? Wir konzentrieren uns doch erstmal auf den Arnold. Arnold konnte da hinkommen. Ja, Arnold kommt von hinten an den ran. Arnold schafft das. Und er hat noch... Ja, komm. Arnold zieht einmal hier hin. Rennen, vielen Dank für die beiden Abos, die du verschenkst. An Dasdar und an Belia, vielen Dank an unseren Kren. Einmal zuschlagen. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig, das sollten wir uns allerdings überlegen. Schaden reduziert um 50%, das wäre schon cool. Dann können wir nämlich, dann kann er ruhig einmal zuschlagen. Aber das wäre kein großer Schaden. Es sei denn, es wird sich auf den Axtwurf beziehen, das wäre doof. Nee, drei Runden lang. Egal ob Axt oder das andere, drei Runden lang Schaden reduziert. Das sollten wir machen. Einmal zugeschlagen. So. Sehr fein. Jetzt können wir noch wegziehen. Aber das ist eigentlich auch Wumpe. Wir lassen den hier stehen. Wenn Anna jetzt gleich vorzieht und den angreift... Ich weiß nicht, wenn ihr den angreift, trifft die automatisch jemand anders. Das macht die eh nicht. Wir bleiben hier mal stehen. Von da haben wir alle Möglichkeiten. Jetzt visiert er uns hier hinten an. Sehr witzig. Jetzt kommt der Plünderer in zwei Runden. Der ist auch ungefährlich. Der Plünderer hier hinten. Anna. Kann Anna mehrere erwischen? Nicht, bevor die sich nicht anders bewegen. Das gilt auch für Martin. Wir schnappen uns erstmal den Bombenleger. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Zamit Grauaxe hat schon. Grauaxe hat schon. Wir schnappen uns erstmal den hier vorne. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Einmal hier hin. Einmal spalten, bitte. Aus die Maus. Beziehungsweise der Bombenleger. Jetzt kann er irgendwo hinziehen. Das war eigentlich Wumpe. Jetzt ist Anna dran. Jetzt könnte sie hier hin und könnte ihn... Kann die so ziehen, dass sie nur ihn angreift? Das könnte klappen. Das könnte klappen. Wir versuchen es mal. Dafür muss sie ein bisschen Sicherheitsabstand haben. Sie hat einen Bereich von 2. Wir stellen uns mal so hin. Jetzt hoffen wir, dass wir nur ihn treffen. Hat geklappt. Jetzt können wir uns noch ein Stück bewegen. Wachrütteln. Wir holen jetzt 2 extra Aktionspunkte. Wir bekämen irgendwo 3 Aktionspunkte. Hier bekämen wir 3. Oh, ist das cool. Ist das cool. 3 neue Aktionspunkte für uns. Einmal wachrütteln. 3 Sonderpunkte sind da. Jetzt könnte sie noch einmal Fleisch... Wunde machen und damit 2 verbraten, um einen zu killen. Aber das ist sehr viel und irgendwie überflüssig, weil die sind alle irgendwie harmlos. Das machen wir. Sie kommt nirgendwo hin. Sie setzt einfach mal eine Runde aus, bitte. Oder zieht so ein bisschen zur Seite hin. Der visiert an. Ronja.
Der greift gleich den Hund an, den Wolf an. Wacom Energy macht sich Sorgen, aber guck mal, jeder Schaden, Hälfte reduziert. Das heißt, da sind maximal 4 Schaden dadurch und maximal 2 hier werden in Summe 6. Und der Wolf hier hat noch 9. Also mit ein bisschen Glück geht das gut. Wir können natürlich nachhelfen. Hier sehen wir auch schon mal, wer die Nächsten sind. Beide hier rechts. Wir könnten Ronja einsetzen. 4 Feinde gibt's noch. Und ihn da oben ein bisschen zu attackieren. Wir schubsen den ins Feuer rein, Leute. Sollen wir das mal machen? Einmal normal schießen. Ja, er brennt. Er brennt. Er steht im Feuer und brennt. 20% der maximalen Bewegungspunkte. Rede Runde, das heißt, es sind 3,67. 7 Punkte verliert sie und sie hat 20. Am Ende ihres nächsten Zuges. Leute, das machen wir nochmal. Nochmal schubsen, bitte. Hat er jetzt doppelt Verbrennung bekommen? Hat sich das dadurch gestapelt? Nee, immer noch einmal. 10 Punkte bleiben. Ja, aber weitere Punkte bekommen wir leider nicht dazu. Wolfi zieht auch ins Feuer, bitte nicht, Wolfi. Galvanisiert. Wolfi hat es nicht ins Feuer gezogen. Wolfi hat Respekt vor Feuer, alles gut. Eine neue Runde beginnt für Mussensoll-Zahlen. Sehr demotivierend. So, nächster, der kämpft. Plünderer hier auf der rechten Seite. Dann der Plünderer. Das ist der nächste. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall einmal wegziehen. Und zwar mit ihm. Sonst bekommt Giftnadel so richtig einen ab. Das wäre doof. Ja. Das heißt, wir ziehen mal hier hinten hin. Einmal Wirbelwind. Aua. Und jetzt noch ein Messerwurf für einen Punkt. Treffen wir da den Kollegen? Ich glaube nicht. Und wir bekommen einen Punkt dazu, weil wir neben einem Feind stehen, ohne in Kampf verwickelt zu sein. Haben einen dazu bekommen. Jetzt visiert der den nächsten an. Giftschaden. Brodak ist dran. So, mit Brodak nochmal einen Speerwurf versuchen, Leute. Sollen wir das mal versuchen? Klappt das? Einmal Speerwurf mit Brodak? Einmal stechen, das kostet gar nichts. Einmal Speerwurf. Sehr gut, unser Brot ab hat es drauf. So, und wir bekommen einen Punkt, wenn wir neben einem Gegner stehen, ohne in den Kampf verwickelt zu sein. Kriegen wir den Punkt auch noch? Ja, hier oben. Gibt wieder einen Punkt dazu. Nächster einer, den zwei Runden zieht, ist welcher Plünderer, der hier vorne? Da können wir mit Martin schon mal ein Stück wegziehen. Oder können auch mit ihm mal unser Glück versuchen. Einmal schlitzen, bitte. Aua und futsch. Nein, nein, wir lassen niemanden abhauen hier. Die haben uns überfallen. Oder wir sie, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war doof. Wie weit kommen wir? Ja, das lösen wir jetzt ganz elegant. Achtung. Wir ziehen neben Martin. Sind die im Kampf hier? Ist nicht im Kampf. Ah, dann geht das nicht. Das können wir aber machen. Wir können Zorn machen. Das machen wir. Einmal
Direkt davor bitte. Geht das? Kommt er daneben hin? Boah, ist das schwer zu sehen. Einmal hier hin. Einmal Zorn. Und... ja, geschafft. Ein weiteres Mal unsere Feinde abgeschlachtet, die uns überfallen hatten. Das war doch so, hatten die uns nicht überfallen und ich wollte gar nicht mit denen kämpfen. Das kommt davon. Das kommt davon. Das sind Punkte, die wir nicht mitnehmen können, M-Fatzer. Deshalb habe ich den nicht verschwendet. Die hellgelben Punkte kann man nicht mitnehmen in den nächsten Kampf. Die orangefarbenen schon. Und das waren Bonuspunkte, die wir bekommen hatten während des Kampfes. Das waren Einwegpunkte oder Wegwerfpunkte. Deshalb habe ich den auch ausgegeben.